belong to you. So, hier sieht man die alten Kisten, die Windward. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück oder so sind's. Boah, die Scheibe ist jetzt hier ein bisschen dreckig, ne? Vom Salz. Leider Gottes, aber gut, das ist nun mal so. Ah, das ist heftig. Da stehen hier einfach mal so eine alten Kisten und dann noch so viele. Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acht ist so, ja. So, hier sieht man, wenn ich mir noch verzählt habe. Einfach geil. Einfach mal so. Ich muss mal gleich gucken, welcher Typ von Windworld das war. Und dann so viele noch. Mein Boden steht ins Board hier rum, aber so viele. Jetzt kann ich es mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Stück habe ich mich nicht verzählt. Geil. Ich guck mal kurz. Das könnten die W4200 sein mit 600 kW. Könnten sie sein. Die haben einen Rotordurchmesser von 42 Meter. Ja. 600 kW, wie gesagt. Könnten die sein. So, hier sind nochmal die Windward. Ich bin jetzt auf dem Weg wieder zu meinem Schlafplatz und ja, da sieht man sie nochmal. Ich bleib nochmal hier in Halmstulm. Noch eine Nacht, aber ein bisschen woanders. Ich wollte erstmal die Bunker abhängen, aber da stehen noch keine Camper, nur ein einziger und das ist mir zu wenig. Ein bisschen Sicherheit will ich ja doch haben, ne? Ja, wenn man ein paar Leutechen mehr hat, dann ist das schöner. Rechts abbiegen. Ja, rechts abbiegen machen wir gleich. Ja. Einmal frei. Tja. Schön. Hat man so mal gesehen. Ich fahre jetzt aber nicht mehr bis ran, weil ich habe einfach zu viel gesehen auch. Und ja. Habe noch ein ganzes Stück wieder bis nach Hause, deswegen. Ja, ich denke mal, ist auch ganz gut so. So kann man es auch mal ein bisschen sehen hier, die Anlagen, ne? Man kennt sie ja auch, so selten sind sie auch nicht.